Moin Moin Kradojaner und herzlich willkommen zurück zu Hunt Showdown. Ja, es geht. Wurde Krado gleich mal was ausprobiert? Der Krado hat jetzt einen Windfield mit einem mittleren Visier drauf, womit man sich auf Entfernung wirklich sehr gut behaken kann. Gleichzeitig haben wir aber das Aushebeln auch bei der Waffe und können damit jetzt lustig im Nahkampf dann noch rumballern. Aber es ist auch bloß eine mittlere Waffe, ne? Also eine Zwei-Slot-Waffe, ne? Ja. Wieso? Ne, ich frag nur. War jetzt keine große Variante. Achso, du, keine Ahnung. Das ist eine kurze Windfield hier. Ja, ja. Meinst du, ist jetzt auf Entfernung nicht so geil, oder was? Weiß ich nicht. Die kurzen, ich mag diese kurzen Waffen allgemein nicht so. Die kurzen benutzt man ja eigentlich denn eher, um im Nahkampf damit zu agieren, ne? Fragen über Fragen. Na, mal gucken. Vielleicht sag da ich hat der Schuss daneben gehen. Vielleicht sage ich auch nach der Runde totale Wotze. Hier rechts ist der Hinweis. Ja, ja. Mal gucken, mal gucken. Allein die Option zu haben, jetzt auch im Nahkampf die gleiche Waffe zu nutzen, ist schon cool. Kann man nicht anders sagen. Pferdchen. Pferdchen tot. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Und zwar brauchst du das nicht herum. Okay. Ja, cool. Einfach mal so. Und Fächern mit der Zweitwaffe natürlich auch noch mitgenommen, also. Hat schon was. Was gibt's Schönes? Eine? Was ist das denn? So eine Blitzbombe. Ja. Juhu. Juhu, juhu. So, wo wollen wir hin? Goldener Morgen, würde ich sagen, wa? Der Lost Goldener Station Morgen. Bestimmt. Okay. Ab bin geht's, zwar auf geht's. An der Schüsse, aber... Ja, rechts und links. Jetzt rechts von uns. Wir sind wieder genau in der Mitte. Wir müssen ja den No-Names ja auch mal eine Chance geben. deswegen. Na, nach der letzten Runde. Müssen wir jetzt hier einen Headshot aus dem... Wir beide gleich tot beide. Ach, ruhig. Schlaf. War bloß die Schlafmedizin. Naja. Ja. Bisschen Aspirin ins Pferd geschossen. Ja. Ja, der Igel. Ja, auch durch. Verdammter Zombie. So, beide Bosse werden bestimmt gleich schon gemacht gerade. Mhm, sowieso. Gleich, wenn hier... Vögel? Irgendwo, wo? Geradeaus? Wenn hier gleich ein Duell losgehen würde, vergesse ich eh wieder, was ich alles kann mit den Waffen. Da hinten, siehst du, da aus der Richtung sind die gerade hochgejagt worden. Aber ganz weit weg noch. Okay. Ich schätze mal, Lost Station muss das so dazwischen sein. Hier sind ja Vögel. Wir wollten Goldener Morgen. Da sind wir genau richtig hier. Pass auf, hier rechts bei der Straße genau Vögel. Ich sehe niemanden. Nee, nee, die waren auch weiter weg schon, aber trotzdem. Pass auf, Pferd vor dir. Geld, Geld, Geld! Hallo, sammeln wir mal das Geld ein, Junge. Danke. Ich war mal so frei, die Tür zuzumachen. Sollten wir uns eh mal angewöhnen. Oh, Spezialmoney. Tür wieder zu. Was denn? Moin. Erstmal nachladen. Hausdurchsuchung. Bäh. Haben Sie hier grünes Zeug? Drogen? Nein, Geld. Gib uns dein Geld. Du hast die Tür zugemacht, ich komme da nicht mehr rein. Geh ich halt durchs Fenster. Deswegen bin ich ja durchs Fenster. Achso, oh. Fliegenolle gepult, nicht gut. Musst du aber gewesen sein. Ja, war ich auch. Ist tot. Ach Leute, das bist du. Der Kater war doch eben Spieler. So im Augenwinkel, so ein Umriss gesehen. Aber hier war schon einer dran. Ne? Ist er denn, sind die wohl gerade weggelaufen? Bestimmt. Von dem Hinweis. Bestimmt, bestimmt. So, Lawson Station. Also hinterher zu Lawson Station? Ja, würde ich sagen, wa? Das war eigentlich immer recht cool, da zu kämpfen. Hier liegt Heilung. Aber wie gesagt, auf dem Weg sind halt auch Spieler, ne? Naja, darum wollen wir da ja hin. Wir leben die Gefahr. Gott, hier ist ja schon die Lost Station. Naja.
Da mussten wir nicht weit. Genau, Vögel, da genau in der Mitte. So, jetzt schön leise, schön leise. Ich meine, die wissen eh schon, wo wir sind. Die Windfields sind schon im Anschlag. Das war laut. Der Hinweis ist hier links gleich. Ja. Der macht keinen Krach, der Hinweis. Aber war bestimmt schon einer dran, oder? Das auf jeden Fall. Dann kann ja bloß noch Adam Purvis sein da. Ist es auch. Sind die bestimmt auch gleich weitergelaufen. Oh, Geld. Okay. Geil, weg da. Nee, ist eine Lampe. Nee, hä? Boah, Alter. Das kleine Emulator-Akku da drüben. Der ist auf keinen Fall wegen uns Akku, der ist viel zu weit weg. Genau hinter dem Waggon, da wo ich gepinkt habe. Der ist nach rechts da gerade weggelaufen. Da rennt er wieder. Ja, habe ich gesehen. Willst du echt hingehen? Oben drauf fliegen alle auf dem Waggon. Mal ein bisschen gucken. Ah ja. Kenn ich. Machen wir ein bisschen Krach hier. Mal gucken, ob sich einer outet. Ich sehe niemanden. Warum auch immer der gerade Akku ist. Kann natürlich auch einer jetzt im Waggon irgendwo sein, ne? Jetzt ist er wegen mir Akku. Du, ich glaube, der ist bloß von vorhin noch getriggert gewesen, von den anderen, die hier waren. Das kann sein, ja. Die sind ja immer ein bisschen speziell, die Emulator. Ich mach den mal fix weg. Ach, da ist er. Da war er. Okay. Mal gucken, wo müssen wir hin? Ein nach links noch. Oh ja, na, da wird gerade geballert. Da sind wir den du gesehen hast, bestimmt jetzt die ganze Zeit bloß hinterhergelaufen. Huch. Ah! Wo ist wir hinher? Lieber so als andersrum. Ja. Aber wer weiß, wie viele Teams hinter uns gerade her sind. Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Ich stand da auch schon die halb in den drin. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ach, das oh nein, das ist der Bereich. Yay. Den mögen wir doch so. Ich versuche mal von hier oben zu snipen. Was liegt hier? Windfield Centennial irgendwas. Oh, Schüsse von rechts. Verbrauchsgüter sind hier unten, okay. Da drin ist einer, da läuft gerade einer lang. Ich sehe ihn. Hab ich auch gesehen. Der hat gerade was geschmissen. Ah, die kämpfen dagegen. Die Spinne ist tot. Wird jetzt gebanished. Okay, das ist natürlich kacke jetzt. Die ist genau da gestorben. Der ist genau da gestorben. Oben am Fenster, da ist gerade ein Fenster aufgegangen. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Und keiner gehört, oder? Nein. Fenster ist wieder zugegangen. Ja, ich höre auch jemand laufen. Da oben am Fenster steht einer.
Habe ich leider zu spät gesehen, der blöde Baum. Ich musste schießen, der hat mich leider gesehen. Ach so. Versuch mal. Der hatte nämlich gerade voll auf mich geguckt, deswegen. Ja, versucht ihn mal in die Fenster zu locken. Schön dann. Da oben auf dem Dach ist einer. Ja, hab grad erstmal eine Fliegerleute gemacht. Leute, der hat auf mich geschossen. Willst du mich verarschen, als ob der mich gesehen hat hier hinten? Welches Dach? Da oben. Okay. Genau da an der Kante. Versuch ihn mal zu flashen. Leute, der hat mich getroffen. Nee, ist klar. Das sind wieder so eine ganz speziellen. Ist richtig. Ja, ja. Mm. Okay, ich gehe hier runter. Kann dir gerade nicht helfen, bitte push jetzt nicht. Und irgendwie leckt das bei mir gerade, das ist überhaupt nicht gut. Er ist immer noch auf dem Dach oben drauf. Er steht genau, er war eben noch genau da. Er läuft das Dach da entlang. Wie soll ich jetzt Standbild? Codierung überlastet, warum denn jetzt? Warum denn jetzt? Es leckt total. Hab ihn getroffen. Hab ihn einmal getroffen. Hab einen. Ich zieh mich zurück. Mach das. Muss nämlich nachladen. Guck bloß die Leiche ab da oben. Ich kann gerade nicht spielen. Wieso, was ist das denn jetzt hier? Zwei Hunde. Das leckt bei mir gerade total, du. Ich hab andauernd Standbild. Oh, Alter, warum denn jetzt? Wo genau ist die Leiche? Oben auf dem Dach. Da ist einer. Hab einen getroffen auf dem Dach. Muss nachladen. Der wollte gerade retzen. Der läuft da auf dem Dach jetzt entlang. Ja. Ich glaube, das ist der Wurzel. Ach, scheiße. Jetzt da reingegangen. Der wurde schon geretzt. Meinst du? Wenn mir nicht alles täuscht. Weiß nicht. Nee, Buddy liegt immer noch da. Sehr ich sehe die Leiche. Hab ihn einmal getroffen oben auf dem Dach. Zweite Mal. Er ist wieder bei der Leiche. Siehst. Hab ihn getroffen. Läuft er zurück? Er ist wieder reingegangen. Leben. Ne? Wie ging der denn jetzt daneben? Lol, hat er den echt wiederbelebt bekommen? Hab ihn nochmal getroffen. Der hat den wieder. Das ist doch lächerlich. Wie hat er den jetzt bitte wiederbelebt? Da sind jetzt aber noch mehr, ne? Vorsicht. Ah ja. Sind ja auch bei mir, glaube ich, gleich schon. In solchen Momenten hat man die ganze Zeit ein Standbild. Vögel da ganz hinten, da kommen auch noch welche aus der Richtung. Oh, was? Das ging daneben? Ach, hör auf! Ich war doch da genau drauf. Oben ist ein Fenster aufgegangen. Hey, auf mich wird geschossen? Hey, wo denn? Ach, Mann! Ah, Winfield Sniper, 100 Meter. Jo. Ach, Arschleck. Bestimmt rechts von der Seite, wa? Nee, links bei dir irgendwo, glaube ich. Bei mir? Okay. Kann ja bloß von da gekommen sein. 100 Meter Entfernung, ja. Irgendwer ist gestorben. Ja, irgendwer bekriegt sich da noch. Ich versuche mal zu deiner Leiche zu kommen. Jetzt leckt auch nichts mehr, aber mitten im Kampf hat es bloß noch geleckt bei mir. Die DOS-Angriffe. Oh fuck. Lord. Ja, nee, ist klar! Yo, durch die Wand! Ah nee, das war bei mir noch. Der wusste doch, dass ich da komme. Was ein Hacker, ey. What the fuck? Was ein Hacker. Ich habe immer wieder einen Hacker getroffen. Muss ja auch mal wieder sein. Ich guck dem gerade mal zu, warte mal. Rang 8, Prestige 1, ja. Hm. Aber Instant-Header, ey. Kann man bestimmt so ein Hacktool anmachen, wo man extra noch so deine Rating so runterskaliert wird. Das glaube ich nicht, einfach einen neuen Account machen, aber das war gerade schon ein bisschen sehr heftig. Der hat mir direkt einen Header gegeben. Und er ist tot. Jetzt hat er direkt einen Header bekommen. Also wenn der Sheets sind, dann sind der Scheiß-Sheets. Loser. So, okay. Geht noch, komm, einen schaffen wir noch, Blacky. Einer geht noch, einer. Einer geht noch.
Einer geht noch rein. Ne, siehst du, 1000 Dollar verdient. Immerhin. Immerhin. Einen Jäger haben wir getötet. Ach ja, den einer, den du oben abgeknallt hattest, ne? Ja. Sonst war da nicht viel mit Töten. Es ist und bleibt mir ein Rätsel, wie dermaßen schnell die einen immer wegnatzen kann. Das war ja Winfield Heckenschütze. Mach mal mit dem Visier so schnell einen Headshot. Naja. Weiß ja nicht, wie viel. Ne? Wobei, der hatte Prestige 1, Level 8. Weiß aber nicht, wie lange er auf Level 100 blieb. Ja, ne? Wir sind Prestige Level 1, 35. Ne? Ja, du weißt ja nicht, vielleicht spielt er ja auch schon 1000 Stunden auf Prestige-Dings. Nicht Prestige 0 und hier mit... Ach, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen will. So, Winfield. Winfield mit Visier. Habe ich noch nicht. Winfield mit Schalldämpfer habe ich. Nimm ich meine Armbrust. Pass mal auf. Das müsste doch auch gehen. Was, nimmst du eine Armbrust? Ja, eine Zweitwaffe. Warum das denn? Scheiße hier. Karabiner. Weil ich gerade so ein Inventar rumliegen habe, deswegen. Kein Bock, Geld auszugeben. Unterhebel, Repetiergewehr, klassische Hinterladerkaliber, Springfield Kompakt. Oh. Heckenschütze. Wenn das bei der klappen würde, wäre das ja cool, aber das ist nicht mit so einem Griff. Diopter, was war Diopter? Mit größerem Röhrenmagazin, aha. Na, die habe ich auch gerade. Die Handhabung ist schlechter als bei der normalen. Das ja, Visier weil, erlaubt es, von mittlerer Tanz zu zielen. Aha. Weil wenn du mehr schießt, umso mehr verzieht die Waffe ja auch. Okay. Ich mach mal hier voll einen auf Schalldämpfer und Giftfutze jetzt. Pass mal auf, geht voll ab. Aber wieso? Die Winfield-Heckenschütze ist da auch so ein Unterhebel repariert. Ja, das würde funktionieren. Die habe ich auch noch nicht freigespielt. So. Die Winfield hatte ich gar nicht genommen gehabt. So, jetzt hier Schalldämpfer. Nee, warte mal, nicht bereit. Schalldämpfer Krado ist am Start. Wenn scheiße, dann richtig scheiße. Oh ja, yeah, jetzt wird hier reingeintet. Machen wir die Armbrust wieder weg. Dann nehme ich doch lieber Giftmuni. Ich glaube, die Hand-Dollar plus, die wir heute gemacht haben, waren, glaube ich, plus die wir bekommen haben durchs Double. Psst. Du siehst ja, Cheater wieder hier nur am Start. Oh. Das gehört dazu, Leute. Das ist einfach Hand-Showdown. Man kann nicht jede Runde rasieren, außer du bist ein Übergott und spielst das Spiel, weiß ich, zigtausend Stunden schon. Jeder hat mal Kackrunde und jeder stirbt auch mal bei einem Schuss. Warum wir das bloß immer sind, verstehe ich nicht so ganz. Die ihr immer trifft, die haben alle locker 1000 Stunden plus. Immer, alle. Irgendwie glaube ich das langsam nicht mehr. 4000 aufwärts. Ja, ja. Jeder. Der ist Level 30 ohne Prestige. 5000 Stunden. Ich meine, manchmal treffen wir ja auch auf Normalos, die so spielen wie wir. Die machen aber auch immer direkt platt. Wir sind so ein Zwischending zwischen super schlecht und super geil. Komm on. Auch genannt Besonderes. Kacke. Was? Was Besonderes? Was Mutti hat immer gesagt, ich bin was Besonderes. Die wollte auch nie, dass ich groß zocke. Die musste mal rausgehen. Wegen meiner Mutter bin ich schlecht hier in Hand. Weißt du, bei meinem Bruder, der durfte ja alles. Aber ich... Mir hat sie dann aufgegeben. Ja. Ich hab den einen Sohn schon verkackt, den der anderen, da fange ich gar nicht erst an. Ich hab ja auch nur Scheiße gemacht immer mit meinem Kumpel denn. Das stimmt. Bleib lieber drin und zock. Ich will aber rausgehen. Ich wurde ja angestiftet. Sowieso. Sowieso. Ja, oh, ich bin so blöd. Ich hab vergessen, die Giftmuni anzumachen. Keck. Ich hab jetzt 50 Schuss, ist alles die gleiche Munition gerade. Cool. Hast du was mit Giftmuni? Ja. Na, Gott sei Dank. Meine Windfield. So, hier, zack, gleich hin zum Hinweis. Bam, 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 geradeaus. Aber Heckenschütze, das Visier ist wenigstens heil, also. Ja. Oh Gott, wirklich jetzt. Schnauze. Okay. Zwei doofe, ein Gedanke. Grillhähnchen. Oh yeah. Oben fliegen, Olle.
Siehst du, ich hätte mal klären sollen. Aber Mikro leckt gerade. Ich wollte gerade sagen, ich hätte erstmal klären sollen, warum das bei mir leckt die ganze Zeit. Die Lex hatte ich auch gerade. Schön Akku gemacht. Nice. Ja, aber die greift ja nicht an. Die weiß ja nicht, wo wir sind, ne? Hm. Schalldämpfer sei Dank. Das nervt mich voll, dass ich jetzt die Dings vergessen habe. Die Giftmuni muss ja doch richtig zielen, ist ja ekelhaft. Okay, wo gehen wir hin? Joa, Nicoles Gefängnis gleich rüber hier. Ah, komm. Mal ein bisschen Abwechslung. Das spaßig wird. Wer will schon Spaß? Uns geht's hier nur um Kills. Wenn man Hand spielt, gibt's keinen Spaß. Ruhe, Pferdchen. Klar. Das ist wie Wort zu einer Hassliebe. Man möchte sich ja nicht eingestehen, dass man eventuell scheiße ist. Grundsätzlich sind die Aus der Richtung höre ich Hühner, die getriggert sind. Hörst du auch, ne? Alter, was hab ich denn für ein Kackvisier hier oben drauf? Hm. Und nein, habe ich nicht gehört. Blackshee, der mit den Hühnern spricht. Gott, Alter, erschreck mich doch nicht so. Du hast ja auch einfach rumgeballert. Ja, aufs Pferd. Muss erstmal üben mit dem Visier. Ich komm überhaupt nicht klar. Okay, kommt doch klar. Weißt du, hat bei Olympia hier versagt, da muss gleich, ne, erlöst werden. Das Arme. So nicht anders. Das Arme. Wurde gleich zu Pferdewurst verarbeitet. Ja. Ich glaube, das Pferd hat als allerwenigsten da versagt. Aber alle anderen, die Veranstalter, der Besitzer, die Reiterin, die Trainerin, die haben alle völlig verkackt. Kann man ein armes Tier sowas antun, ne? Spieler, der ist ja gerade reingelaufen, einer. Ja. Wieder rausgelaufen, wieder rausgelaufen. Steht noch da und Shirt. Das sind zwei. Hat einen Headshot, der eine. Ah, der andere leider verfehlt. Hab den anderen einmal getroffen. Hab ihn nochmal getroffen. Bleib du mal links, ich geh rein. Ja, ich guck die Leiche ab. Sorry, da wollte ich jetzt einfach auf den schießen. Nee, war richtig. Ich bin ehrlich gesagt mit dem Visier überhaupt nicht klarkommen hier gerade. Ich habe Heckenschütze drin, ne? Bisschen einfacher. Ach, nein, Mausrad, nein. Schön draußen mal auf die Leiche gucken. Ja, ja. Alter, ich habe ihn zweimal getroffen. Das gibt's überhaupt nicht. Der hat Doppel-Cordwell-Revolver-Scheiße. Hat sich geheilt. Ja. Was? Ein Headshot. Nee, ist klar. Es ist einfach nur noch lächerlich. Der hat nur ein kleines... Ah, nee, das ist ja gar nicht. Einfach nur lächerlich. Wie auch das immer das gerade funktioniert hat der für den. Der ist rumgesprungen wie ein Affe. Ja, der hat dir direkt einen Header gegeben. Ach komm, Alter, dieses Headshot-Scheiße hier in dem Spiel ist so zum Kotzen einfach. Vielleicht hättest du nicht kniend um die Ecke, vielleicht hättest du auch einfach um die Ecke springen müssen und schießen. Ich weiß es nicht. Ja, da war ja ein langer Ausflug. Okay, so viel dazu. Aber, hä, wir haben zwei Jäger getötet? Den auch noch jetzt getötet, oder was? Vielleicht ist er auch gestorben. Nee, der ist rumgehüpft. Ich hab ihn ja gerade noch zu... Nee, hab ich gar nicht. Ich habe auf Zusehen gedrückt und hab einem anderen zugeschaut. Ja, dann ist der vielleicht weg. Wir haben zwei Jäger getötet. Das wär's ja, wenn wir uns jetzt dabei gleichzeitig wieder getötet haben. Könnte sein. Ja, zwei Jäger. Einen habe ich getötet. Nee, einen hast du getötet. Nee, du hast beide getötet. Ich hab gleich am Anfang den Headshot verpasst, weil der stehen geblieben ist. Da dachte ich mir, scheiß drauf, nutzt einfach aus. Ja, und der andere ist nicht gestorben. Den hatte ich zweimal getroffen und es sollte einfach nicht sein. Ja, aber jetzt zum Schluss noch. Ach, keine Ahnung. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Aber das funktioniert, also Heckenschütz und das Aushebeln, also ist eine geile Kombination. Also das müssen wir uns öfters mal, glaube ich, mal... müssen wir öfters mal
Und so, ne? Genau, und so. Brain Leg gerade. Heiligantasche, und das ist so ekelhaft, das Wetter zurzeit. Ah, ich will mir den nicht kaufen. Ich will den normal kaufen. Nein, kein DLC. Kannst du behalten, Junge. Ready. Ja, dauert noch kurz. Aber ich habe jetzt nichts von beiden. Wieder mal kein Glück gehabt. Aushebeln. Immer hat der Glück, der Typ. Immer. Bin viel Heckenschütze. Ich versuche das gleich nochmal. Also der Headshot, der hat gesessen, der erste. Warte mal, Heckenschütze ist doch das mit dem langen Visier, ne? Ja. Ich dachte, du spielst mit dem kurzen. Nee, das ist die Langwaffe mit richtigen Scharfschützenscope. Und das ist vor allen Dingen auch heile. Kaputt, weißt du? Das ist nicht schlecht. Genau, Heckenschütze, das ist, nee, das Springfield. Weißt du, diese Kombination aus Sniper und dieses Aushebeln, wenn der zu dich kommt, ist eigentlich geil, außer, naja, hast du ja gesehen. Du, das brauchst du mir nicht sagen, ich hab eben genauso auf den geballert. Er stand vor mir und ich hab bam, 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 davon hat irgendwie einen Schuss getroffen. Nee, getroffen hat der eine Schuss eben, aber auch ich hab nee, ja so nee, bei mir, Headshot bei mir, gefressen. Bei mir vorher. Also, hey, du hättest dich bewegen müssen, du hättest rumspringen müssen. Ja. YOLO, YOLO, Fortnite Move, YOLO, YOLO hättest du schreien müssen. Bis Sixy um die Ecke, no scope. Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Da wäre jetzt wieder die Cordwell total geil gewesen. Man hat immer die falsche Waffe dabei. Nee, die scheiß Waffe, die hat mir auch heute noch einen Stich gelassen. Ja. Hochwaffe. Die, was ich aber noch geiler finde, ehrlich gesagt, als die Hauptwaffe mit dem Aushebeln, ist der Revolver mit dem Fächern. Weil das ist ja noch ein ganz anderes Niveau, wenn du damit ballerst. Ja. Das aber erstens, man braucht den Skill dafür. Ja. Und der kostet ja auch schon allein 7 Punkte. Das ist richtig. Spiel gefunden. Jedenfalls haben die anderen beiden jetzt auch ins Gras gebissen. Weiß ja nicht, vielleicht war ja auch ein anderer dabei, der den jetzt noch weggeknallt hatte. Ja. Den ersten habe ich ja getötet da mit dem Headshot. Und den zweiten, ja, der kann ja bloß gleichzeitig jetzt eben gestorben sein. Ich habe jetzt aber auch nicht verfolgt, weil ich gleich raus bin. Weil mir das so doof war gerade. Du, ich habe Zuschauer geklickt und war auf einem ganz anderen. Der muss parallel gestorben sein. Aber du hast ihn nur einmal getroffen, da war kein zweiter Hit. Du warst ja sofort weg. Mit Doppelrevolver springen gibt er dir Instanten Header. Nee, das war die andere Waffe hier, diese mit Schafftraner hier, diese Nagant hier. Offizier Nagant. War das nicht Cordwell zweimal, der Cordwell-Revolver? Ja, kann sein, dass bei dir das war. Bei mir war das die andere Waffe abgebildet. Naja, ist egal. Als Köln. Ist naja. Egal, Windy ran. Ey, sind wir nicht eben hier auch schon gespawnt? Weiter geht's. Weiter geht's. Außerdem hatten wir ja Mikrolex, haben wir ja festgestellt. Ja. Und diese Mikrolex haben uns die Runde versaut. Eindeutig. Okay, du bist jetzt Fernkampf-Dude, ich bin Nahkampf-Dude. Jetzt geht's ab. Und Fernkampf-Nahkampf-Mix. Ist irgendwie eine geile Kombination. Wenn man die Skills mal bekommt, ist echt cool. Laufen! Auf ein neues. Wir geben nicht auf. Der erste richtige Headshot mit einer Langwaffe mit Scope. Seit hunderten Folgen, ne? War ja auch nicht weit weg, der Typ. Nee. Ich habe trotzdem an den geballert, weil mein Scope von meiner Waffe so beschissen war. Das war dieses langgezogene, wo so ein Strich da drin ist. Ich weiß nicht, wie man damit ordentlich schießen soll. Danach habe ich ihn lustigerweise zweimal getroffen, als er da rumgetanzt ist. Das war auch wieder so typisch. Ach, ich sterbe einfach nicht. Warum sollte ich? Ach nee. Ruhe. Ärgerlich. Aber was willst du machen? Oh lol, fährt hier auch noch. Mann! Alter! Den Scheiß richtig schwarz. Oh ja. Habe ich hier gerade was im Wasser gehört? Ach, die Enten. Enten! So, pass auf, da drüben sind wieder Hunde. Wollen wir wieder in Nicole's Gefängnis? Lass mich mal lieber sowas machen, ja? Triffst ja scheinbar nicht. Wollen wir wieder zum Gefängnis? Ja, können wir ja. Lief gerade so toll. Es wäre so geil, wenn genau an der gleichen Stelle wieder zwei jetzt sind. Oder wir sind da jetzt. Wir sind da jetzt an der Stelle. Nur, dass der Headshot diesmal nicht trifft. Oh ja. Bisschen Abwechslung muss ja sein. Puh, kommt der denn her?
Was, hier vorne ist der Hinweis? Oh Gott, Vögel. Direkt hier vorne? LOL! Wie ist klar? Wie auch immer ich den verfehlt habe auf der Entfernung. Keine hier. Scheint so, als wären wir alleine. Der Hinweis ist hier drüben. Die Spinne ist hier drin. Die Spinne ist hier drin. Oh, echt. Ja. Spinne im Gefängnis, ne? Geil. Hab's ja gerade gehört. Na, warte mal, ich hol den Hinweis erst noch fix. Ja. Wenn ich da mal keiner in der Nähe. Wenn ich da mal irgendwie ankommen würde. Oh, Spezialmuni. Nachladen und klick. Wuhu. Muni wieder voll. Oh, ist jetzt die Frage. Versuchen wir die zu machen? Alter, das auch ist... Auch leuchtet ja, nichts rot hier. Das ist hier aber auch verwinkelt. Na, hier geht's raus. Ich versuch die mal abzufackeln erstmal. Mach das. Guck mich ein bisschen draußen um, nicht, dass ich doch gleich irgendwo reinkommt. Ich weiß noch nicht, wo hier der Boss rein soll. Ich wüsste nicht mal, wie ich zu dir kommen sollte gerade. Ach, die ist oben drin, oder? Keine Ahnung. Ah, hier oben, ja. Hab sie. Oh. Spezialmuni. Oh fuck, oh fuck! Habt ihr getroffen? Das war ein Zombie. Ah, ich versuche immer noch zu dir zu kommen. Ein weiter. Einfach ganz nach oben laufen irgendwie. Nee, hab schon, hab schon. Huch! Ist eine Fliegenrolle drin? What the fuck? Bö! Aber musst du die erstmal abpacken? Die Spinne allein reicht nicht mehr. Die Herausforderung ist da. Ja. Vorsicht, die Rolle top. Ja, mach. Hab sie getroffen. Das war eine Menge Krach, den wir hier gerade gemacht haben. Gott, hier brennt ja alles. Wieso brennt hier alles? Hilfe! Ich würde behaupten, die Schrotz hat früher mehr Damage gemacht. Ich könnte es mit... haben die ja auch ein bisschen genervt. Ich könnte mit einem vollen Schrotzenmagazin die Spinne nicht töten. Und wie zum Teufel soll man jetzt hier wieder rein... Ah, okay, Feuer hört auf. Ah, ist Glück gehabt. Erstmal meckern. Oh, scheiße. Oh. Da war die Spinne. Ach, jetzt genau, voll daneben. Wie ist hinter dir her, Vorsicht? Ja, ich bin gerade rausgehuppt. Gerade noch so rausgesprungen. Geh weg. Guck mal kurz, ob hier irgendwo Spieler sich bewegen. Na, noch leuchtet nichts rot auf jeden Fall. Also für die Spinne haben wir immer die falschen Sachen dabei. Ja. Wie geht denn jetzt? Uäh. Wo ist sie? Komm her. Vorsicht, Feuer! So, keine Muni mehr. Cool. Ah, lol, ein Schuss ziehe ich hier raus. Geil. Hm. Oh. Oh, man muss nur meckern. Let me go, let me go. Schüsse werden lauter. Die sind rechts hier von uns. Lass erstmal die Spinne am besten machen. Sagt sich so leicht. Oh ja. Ja, ich hab daneben. Boah, nee, zweimal daneben drauf. Ja, durch die Kiste springt die mich an. Sie ist genau durchs Feuer wieder gelaufen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Spinni, Spinni, Spinni. Da oben ist er. Mann, du lach doch mal die Kackrevolver fertig. Sehr schön. Tot? Oh Gott. Sie ist tot, ja. Ganz schnell töten. Ja, jetzt, ja.
So, jetzt habe ich wieder volles Leben. Sehr gut. Und ich würde mal sagen, ja. Raus würde gehen wir erstmal nicht, wa? Schüsse. Ja. Nicht auf mich. Das war laut. Da. Da steht einer. Ey, geh bloß nicht raus, geh bloß nicht raus. Du bist total offen. Das, der alleine, das, der ist ganz alleine da. Ja, der, der, nee, ist doch nicht alleine. Deswegen. Warum geht dir das Fass nicht kaputt? Der guckt aus dem Fenster da, ja, der schießt hier immer noch hoch. Hab ihn getroffen da unten im Haus. Oh nein, 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 nicht das schon wieder. Ich guck hier bei dem Fenster. Hab einen Headshot verpasst. Der sehr liegt schön. Hier vorne an der Mauer. Ja. Ist der andere hier oben schon irgendwo? Weiß ich nicht. Ich sehe bloß die Leiche gerade nicht. Doch, ich sehe die Leiche. Ich versuche die Leiche abzuaimen. Ja. Ich genau da. Bewegst du dich gerade? Bisschen hin und her. Weil ach, ich auch an der offenen Tür stehe. Nee, nur höre ich deine Schritte. Jetzt aber gerade nicht. Der ist unten in dem weißen Haus rechts von der Leiche. Hat mich ja gerade getroffen. Benutzt Brandmuni. Achte weit auf die Leiche. Ah ja, der schießt hier weiterhin. In diesem kleinen Fenster oder wo? Ja, ja, rechte Fenster, rechte kleine Fenster. Ich lasse ihn nochmal schießen. Gitter vorne drauf, ne? Warte, warte, warte. Ah, oh, fuck, jetzt hab ich getroffen. Ach, da. Ja, warte. Nochmal möchte ich ungern rumkommen. Ja. Leiche liegt immer noch da. Ja. Guckt da auch nicht mehr, ne? Weiß nicht. Doch, der guckt immer noch. Hat mich wieder getroffen. Alter, jedes Mal trifft der, sagt mich. Trifft den nicht da drin. Kannst du nicht das Holz auch durchballern? Ja, aber ich sehe ihn ja nicht. Achso. Ich weiß ja nicht. Da, er geht rechts raus. Ja, er läuft zur Leiche. Er geht zur Leiche. Oh, ich treffe ihn nicht. Ich bin zu blöd, ey. Ich bin zu schlecht. Ist beim Gitter rausgelaufen? Nein! Jetzt muss ich nachladen. Er versucht, der ist nicht rausgelaufen, der steht da noch genau neben der Leiche. Ich sehe seinen Kopf, warte, 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 warte. Warte, warte, nee, ist nicht der Kopf. Ist das der Kopf? Das ist nicht der Kopf. Okay. Da ich zu doll gezittert eben beim Schießen, Mann! Er hat geschossen, da ist er. Er ist tot, hab ihn. Du hast ihn. Oh Gott, Alter, endlich! Was ein Krampf. Das muss nichts heißen, ne? Also ah ja, siehst du, wir können uns ja gleich die Dings erstmal holen. Ja. Hier ist noch Heilung, falls du brauchst. Nee, nee, alles schick. Nimmst du die Schrotze mit, kannst du mit der Schrotze wieder nichts anfangen. Nimmst du die andere Waffe mit, kannst du mit der wieder nichts anfangen. Wieder da, wo wir hergekommen sind, bei der Tür. Okay. Da auf der Seite. Zwei Stück. Die gehen da langsam hoch, schieß am besten erst gar nicht. Einer ist unten, einer ist oben. Soll ich die Tür mal aufmachen? Was rechts auf dem Gitter, der läuft rechts von dir schon auf dem Gitter draußen. Ja. Unter uns ist auf jeden Fall einer. Auch noch eine Tür. Hier in der Richtung sind zwei. Hier ganz hinten. Meintest du die? Nee, nee, hier sind überall welche. Ah ja, jetzt sehe ich. Oh Gott, drei. Das sind fünf insgesamt, du. Scheiße. Können wir bloß hoffen, dass die sich gegenseitig jetzt hier behaken. Einen habe ich gesehen, der ist da oben auf der Treppe. Genau da. Habe ihn getroffen. Habe ihn nochmal getroffen. Dürfte jetzt Vergiftung erstmal haben.
Die sind unten hier bei der Leiche, wo wir die gekillt haben. Ein Whitey läuft da. Ach, Merde. Auch daneben. Hab bloß noch die Schrotze. Ja. 1000 kriegt einer Damage. Der killt gerade die Tür ab, hier können die nämlich auch einfach reinkommen. Ja. Hier ist einer, bei mir ist einer, bei mir ist einer. Ich muss mich heilen. Nicht rausgehen, nicht rausgehen. Einer ist gestorben, gut. Guck mal weiter auf das Fenster. Da schmeißt einer Dynamit oder irgendwas. Ja, Vorsicht, zu dir, zu dir. Ja, das hat mich voll getroffen. Ich muss mich heilen. Scheiße, mich auch. Hinter uns, hinter uns! Ach, nee. Die wissen, was wir machen. Fuck, fuck, fuck. Ich brenne noch. Ich sehe überhaupt nichts. Ich bin laufende... laufende Lampe. Ah! Ja, ja, ist doch einer. Das ging nicht. Ich habe nichts gesehen durch das Feuer. Ach, scheiße. Hey, die wussten sie, was sie machen. So ein Mist. Die haben uns zerlegt. Draußen rennt noch einer rum. Das ist der Partner von dem. Kurt Beefen. Das sind bloß noch die beiden, du. Ja, dann haben die anderen getötet, weil draußen sind ja auch noch zwei gestorben. Derzeit. Was ein Gemetzel, ey. Alter. Was ein Gemetzel. Ah, diese Brandbombe, Dynamit-Dings, das kam perfekt. Die haben dich damit erwischt, die haben mich denn noch damit erwischt, weil ich in das scheiß Feuer reingelaufen bin. Also schlechter hätte es gar nicht laufen können in dem Moment. Vor allen Dingen, ich stand ja hinter einer Holzwand davon, also hinter so einem Fass. Und das flog ja in deine Richtung, deswegen dachte ich, naja, triff mich nicht. Das ist, das Ding landete exakt an der Stelle, wo ich stand. Aber wirklich punktgenau. Bis auf dem halben Balken habe ich alles verloren an Leben. Oh Mann. Naja, zwei andere killt immerhin. $200, bisschen EP. Können wir uns ja fast nicht beschweren. Aber auch nur fast. So. Mal gucken, beim nächsten Hunter wieder Glück. Beim nächsten Hunter wieder kein Glück. Okay, meine Freunde, das war unsere Folge für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen und immer fleißig kommentieren.